In diesem Video geht es um das Abfarmen der Magierbosse. Sobald du einen besiegt hast, kannst du hier gleich in deinem Dorf zu dem Schmied gehen und kannst dir einzigartige Bossgegenstände herstellen. Es gibt unterschiedliche Bosse, unterschiedliche Gegenstände. Du hast hier einmal die Rüstungen, dann gibt es spezielle Waffen, die du jetzt nicht unbedingt alle tragen kannst mit deiner Klasse. Sollte hier bei dir ein X sein, also so ein rotes, dann bedeutet das, dass deine Klasse diese Waffe nicht tragen kann. Am besten konzentrierst dich erstmal auf die unteren Gegenstände, auf den Ring, den Dolch und das Amulett. Diese kannst du hier bei Ausrüstung oben links, rechts und unten die zwei Plätze für die Ringe einsetzen. Am besten kaufst du dir zuerst das Amulett, weil es deine Feuerabwehr erhöht. Das bedeutet, mit ihm kannst du dann den Boss nochmal abfarmen und da deine Feuerresistenz erhöht ist, wird es für dich leichter sein. Der Ring ist auch ziemlich gut, weil er deine maximale Gesundheit erhöht. Schau dich da einfach um und entscheide selber. Unten siehst du die Komponenten, die du brauchst, um die ganzen Gegenstände herstellen zu können. Jeder Magierboss erschafft auch noch Handlanger und diese droppen dann auch die wichtigen Gegenstände, die du zum Herstellen der Waffen und Ausrüstungsgegenstände benötigst. Wenn du dann hier nach oben gehst, Ausrüstung verstärken, dann hast du hier einmal das normale Aschfyrium, mit dem kannst du normale Gegenstände upgraden und dann hast du hier das Flammfyrium zum Beispiel von dem Flammenboss. Es gibt hier das normale und nachdem du das zweimal upgegradet hast, kommt dann ein Doppel-Flammfyrium. Dieses droppt der Boss ebenfalls. Wenn du ins Bestiarium gehst, wird da nichts angezeigt. Da steht nur Flammfyrium 1, also im Endeffekt normal, aber er droppt auch die Stufe 2. Wenn du die Sachen upgradest, solltest du zuerst dich auf die Rüstung konzentrieren, weil sie deutlich mehr Verteidigung als zum Beispiel das Kopfteil hat. Somit wirst du deutlich schneller mehr aushalten. Jetzt kommen wir zum Abfarmen. Du siehst, unten links beim Bossbild ist ein Dolchzeichen mit einer 5. Das bedeutet, wir haben ihn 5-mal abgefarmt und hier gibt es wirklich einige Sachen zu beachten. Der erste Boss zum Beispiel, der ist hier rechts zu finden. Du rennst einfach ganz nach rechts und wenn du dann hier hochkommst, dann erscheint hier der Boss. Dann musst du ihn schlagen, dann fliegt er wieder weg und das Besondere ist, dass der Boss immer seine Position wechselt. Das bedeutet, du musst ihn halt finden, dann versteckt er sich wieder, flieht und wenn du ihn irgendwann mal geschnappt hast und gekillt hast, wieder in deinem Lager angekommen bist und das Ganze von vorne machen möchtest, dann ist der Boss wieder an ganz anderer Stelle. Manchmal ist es sogar extrem schwer. Zum Beispiel, er befindet sich hier in diesem Raum, dann flieht er nach oben. Du kletterst hier hoch, gelangst hier oben an, schlägst ihn wieder und dann flieht er nochmal nach oben. Du verfolgst ihn hier, gehst hoch und dann stehst du hier vor verschlossener Tür. Erst später im Spiel kommst du über einen anderen Bereich da rein und kannst die Tür öffnen und ihn wieder abfarmen. Also es gibt einige Schwierigkeiten. Wie gesagt, du musst die Bosse finden. Du kannst sie nicht immer an derselben Stelle abfarmen und das macht natürlich einen besonderen Reiz aus. Wir werden auf jeden Fall zu jedem Boss Videos aufnehmen und auch die Erfolge natürlich abdecken. Schau dich am Kanal oben, dort produzieren wir auch Elden Ring Videos. Viel Spaß beim Abfarmen und hau rein!